Ja, beim letzten Mal habe ich euch ja meinen Chopper vorgestellt und ich finde, so nach 500 Kilometer ist es mal Zeit, einfach mal darüber zu sprechen, was sind meine 5 Tops und 5 Flops an diesem Roller. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Flops an. Da legen wir direkt los. Und zwar ist es das Batteriefach. Das ist halt Hartplastik, muss man sich im Bewusstsein. Und der hat hier einen ganz leichten Verschluss, ähnlich wie ein, Briefkastenverschluss. Der ist mir schon einmal runtergebogen, weil ich durch ein tiefes Schlagloch gefahren bin und der Akku hier nur drinnen liegt. Das heißt, der hüpft dann, schlägt gegen diesen Deckel und er kann sich aufbiegen. Ich habe mir dagegen jetzt eine ganz einfache Do-it-yourself-Lösung sozusagen, habe mir hier zwei 90x90x40x3 mm Winkel reingeklebt. Die werde ich hier noch zusammen befestigen. Da kommen noch kleine Filzgleiter drunter, dass die dann auch nicht am Akku schaben. Und das war es eigentlich schon. Der muss im Prinzip nur fixiert werden. Warum mache ich es nicht hier in der Mitte, sondern da hinten? Naja, weil hier hinten eigentlich hauptsächlich der Verschluss ist und weil man ihn ja so herausheben können muss. Und das ist eigentlich schon alles. Finde ich ein bisschen schade, dass man das wird im Laufe des Videos noch klar werden, dass ein sonst sehr robuster Roller, dass man an der Stelle da irgendwie leider nicht genauer hingeschaut hat. So. Punkt Nummer 2, ganz klar, sind diese Blinker. Der hat volles LED-Licht, sogar LED-Aufblendlicht und alles drum und dran. Es ist mir unbegreiflich, wie man 2020 immer nur Glühblinker verbauen kann. Aber damit ist der Roller ja nicht alleine, sondern da reiht er sich ja nun mal ein in auch viele, bei vielen Kfz-Herstellern, auch bei großen und teuren Autos, sind LED-Blinker irgendwie immer noch Sonderausstattung. Aber wahrscheinlich genau deshalb. Ich werde in seinem Leben auf jeden Fall noch die Blinker tauschen und das werde ich natürlich auch für euch mit dokumentieren. Punkt Nummer 3. Ja, wenn man so, ihr werdet es noch sehen in einigen Videos mit anderen Rollerfahrern, und zwar wenn man so fährt, das macht halt echt Laune, das ist halt spaßig, aber man muss sich halt bewusst sein, man fährt hier einen Chopper. Und ich blende mal ein Vergleichsbild ein, wo der Chopper neben anderen steht, der ist halt deutlich länger und damit hast du halt einen deutlich größeren Wendekreis. Dessen muss man sich halt einfach bewusst sein. Ist halt ein kleiner Nachteil, aber mich stört der jetzt nicht weiter. So, Punkt Nummer 4 ist ganz klar, dass hier nur ein Akku reingeht. Es war mir von vornherein bewusst und ich habe kein Problem damit, eine Tasche mitzunehmen. Aber ihr kennt es von vielen anderen Rollern, da kriegt ihr zwei Akkus gleichzeitig rein. Das ist hier halt leider nicht der Fall. Das ist ein großer Nachteil. Und im Prinzip, wenn man sich das hier anguckt, wenn ich das nochmal aufmache, und ihr seht, hier ist so eine kleine Erhöhung, also hier ungefähr. Mit einem zweiten Akku da oben drauf wird es ungefähr bis hier gehen. Ich denke mal, hier hinten ist leer, hier vorne ist leer. Wenn man es clever angestellt hätte, wenn man sich da ein bisschen Mühe gegeben hätte, hätte man sicherlich auch eine Konstruktion hinbekommen, in die man zwei Akkus reinbekommt. Aber da muss ich zugeben, das war wahrscheinlich hier nicht die Mission sozusagen, als man diesen Roller entworfen hat, denn nicht umsonst kostet er 1500 Euro. Noch ein Punkt in der Flop-Liste ist der Blinker. Auch die neuen UNO-Roller haben das. Und ich weiß nicht, wer sich das hat einfallen lassen. Und zwar ist der Blinkerschalter so, du schiebst nach rechts oder nach links und du kannst nicht drauf drücken, um den Blinker zu lösen und den Schalter wieder zu zentrieren, sondern du musst den Schalter zurückschieben.
Das ist halt manchmal mit Handschuhen auf dem Roller ein bisschen frickelig und man guckt dann so ein bisschen, ob man es jetzt richtig getroffen hat oder nicht. Hier einfach ein Schalter, wo man einfach drauf drückt und der zentriert sich, der Blinker geht aus. Das wäre wünschenswert gewesen. Das ist halt ein kleiner Nachteil, wo ich sagen würde, verstehe ich nicht, warum auch gerade so hochpreisige Hersteller wie Uno jetzt darauf setzen. Kommen wir zu den 5 Top-Sachen, die ich klasse finde, weshalb ich mir auch diesen Chopper gekauft habe. Also, ich habe gerade als Flop schon angemerkt, dass man hier hätte 2 Akkus einbringen können. Ja, das ist einerseits ein Flop. Andererseits ist es aber auch top, dass es so ist, wie es ist. Denn ihr kriegt hier halt echt einen Getränkekasten rein. Und quer habe ich hier sogar einen Cola-Kasten reingekriegt, den ich super rechts und links mit den Beinen festhalten kann. Und ich kriege hier meine große Reisetasche mit allem möglichen Kamera-Equipment rein, wo dann drin sind der Osmo Pocket in der Tasche, sämtliches Befestigungsmaterial, 2 Stative, der Zusatzakku, also der zweite Akku, Lampen und Ladegeräte und. Also es ist eine richtige Reisetasche, die ich hier unten reinkriege. Und das ist auf jeden Fall top, denn so großes Equipment habe ich bisher noch bei keinem Roller gesehen, dass ich das transportieren kann. Von der Menge sicherlich, vielleicht bei dem einen etwa eine kleine Menge unterm Sattel, eine kleine Menge vorne zwischen den Beinen, eine kleine Menge hinten im Rucksack, aber nicht so gebündelt, dass ich da wirklich einen Kasten unterkriege. Ne? Punkt Nummer 2, was ich einfach top finde, ist halt einfach hier das Heck. Der Fender, der Hinterreifen, das ist halt einfach mega. Das fährt sich so super stabil, das fährt sich so lässig, das kann man nicht anders sagen. Das ist einfach mein persönliches Highlight an diesem Roller. Ja, Punkt Nummer 3, was ich toll finde, ist, dass er eigentlich nahezu schon komplett schwarz ist. Also ich werde hier vorne, da werde ich euch auch noch mitnehmen, die Sachen werde ich auch noch schwarz machen. Aber ansonsten, dass auch der Lenker schwarz ist, dass er halt wirklich in einer dezenten Farbe gehalten ist und auch wie er so schön langgezogen ist. Ne? Also einfach grundlegend, das Design finde ich einfach wirklich, wirklich top. Und zu dem Design zähle ich jetzt auch mal die Schweißnähte dazu. Bisher jeder, der sich das Ding angeguckt hat, sagt wirklich, wow, dafür, dass es ein 1500-Euro-Roller aus China ist, ist der halt wirklich, wirklich massiv verarbeitet. Die Schweißnähte sehen echt gut aus und das ist halt echt klasse. Ja, nächster Punkt auf der Top-Liste ist ganz klar die Handyhalterung. Die sieht, ich habe es ihr ehrlich nicht zugetraut, ich habe dann mein Handy da reingemacht, die hält tatsächlich wirklich fest. Also wenn du es einmal einstellst, das hält bombenfest. Und es wurde gefragt und ja, es funktioniert, du kannst das Handy hier rüber laden. Natürlich fließt hier nur Strom, wenn die Zündung an ist. Ne, ich habe jetzt gerade einen Schlüssel in der Hand. Aber ja, das funktioniert. Hier unten ist ein USB-Anschluss. Und ich habe jetzt ein bisschen längeres Kabel, das habe ich 2-3 Mal rumgewickelt und habe hier das iPhone drin. Das funktioniert auf jeden Fall. Das ist kein Problem. So, und kommen wir eigentlich zum wichtigsten, dem letzten Top-Punkt, also Top Nummer 5 sozusagen. Und eigentlich ist es für mich der wichtigste Punkt, und zwar die Power. Die Power dieses Rollers. Ich werde euch noch so ein paar, ich sag mal, Vergleichsfahrten zeigen mit anderen Rollern, die ich jetzt so demnächst noch aufnehme und teilweise schon aufgenommen habe. Und ich bin immer wieder begeistert. Ich kann es nicht oft genug sagen. Dieser Roller hat 1550 Euro gekostet. Und er zieht gleich oder zieht anderen Rollern davon. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber die weitaus mehr kosten und auf dem Papier mehr Leistung haben. Dieser Roller verfügt über einen 2000 Watt, also 2 kW Motor. Und
Der wirkt auch recht schwer, wenn man ihn versucht anzuheben durch diesen dicken Rahmen. Aber dennoch ja, geht er mit mir da drauf gegen einen anderen Roller, wo weitaus leichtere Personen drauf sind, deutlich ab. Und das ist halt mein Top Nummer 5.